Also, Stella, jetzt erzähl mir mal, wieso kommen deine ganzen Freunde mit hierher? Ja, das ist so. Kannst du dich noch an die alte Spaghetti-Eismaschine erinnern, Nonna Clara? Die von Onkel Giuseppe? Genau. Ja, ja. Zum Spaghetti-Eisfest hat er sie immer aus seinem Keller geholt. Ach, waren das schöne Zeiten damals. Ist sie noch dort? Sicher nicht. Das Haus wurde vor einigen Jahren abgerissen. Ach, wenn ich an die Spaghetti-Eisfeste denke. Das ganze Dorf hat getanzt. Vorsicht! Nicht träumen beim Fahren, Frau Nonna Clara. Kann der Mann nicht aufpassen? Also sowas fährt einfach auf der falschen Spur. Also eigentlich waren wir auf der falschen... Psst. Otto. Sind wir bald da? Benjamin, du bist ja ganz grün. Hab keine Angst. Nonna Clara fährt bis heute unfallfrei. Bis morgen wäre mir lieber.